Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wenn ihr Wiederverkäufer seid, Reseller, Händler, dann braucht ihr in der Regel einen Versanddienstleister, der eure Waren von A nach B bringt. Und in Deutschland gibt es ungefähr eine Handvoll Versanddienstleister, die diesen Service anbieten. Was ihr nun aber bei der Auswahl eines Versanddienstleisters zu beachten habt, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich freue mich, wenn ihr bis zum Schluss dabei bleibt. Viel Spaß bei diesem Video. So Freunde, wie angesprochen, lasst uns mal die Punkte anschauen, die wichtig sind, wenn man sich für einen Versanddienstleister entscheiden möchte. Und ich habe hier eine Liste zusammengestellt an Punkten, die meines Erachtens sehr, sehr wichtig sind und über die man sich vorher Gedanken machen sollte, bevor man sich für einen Versanddienstleister entscheidet. Ich habe euch hier mal die größten Versanddienstleister eingeblendet, die in Deutschland tätig sind. Wir werden uns DHL und Hermes ein bisschen genau unter die Lupe nehmen und vergleichen das Ganze zu dem Privatkundenservice, sowohl aber auch zu dem Geschäftskundenservice. Ab wann lohnt sich für dich vielleicht Privatkunde zu bleiben und ab wann lohnt sich es für dich vielleicht Geschäftskunde zu werden? Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, aber auch wo du Produkte günstig herbekommst, um diese profitabel auf diesen Marktplätzen zu verkaufen, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellsten Stand. Kommen wir zu den Punkten. Erstens, wohin verschicke ich meine Pakete? Verschicke ich sie eher im Inland oder habe ich auch viele Pakete, die ich ins Ausland verschicke? Denn ins Ausland ist es auch wichtig zu kalkulieren, denn hier unterscheiden sich sehr viele Preise natürlich und dementsprechend ist es meines Wissens und meiner Erfahrung nach meistens günstiger, wenn man hier Geschäftskundenverträge abschließt. Wie oft versende ich denn meine Pakete? Das ist natürlich eins der wichtigsten Punkte. Die Menge macht natürlich am Ende den Preis. Ob man dann Geschäftskunde wird oder auch trotzdem Privatkunde bleibt, das erfahren wir gleich, zumindest für DHL und Hermes. Wie groß und schwer sind die Pakete? Auch sehr wichtiger Punkt. Des Weiteren haben wir den Punkt, was verschicke ich überhaupt in den Paketen? Sind das Konsolenspiele zum Beispiel, die ab 18 Jahre sind? Dann braucht es eine Alterssichtprüfung bei der Übergabe des Paketes und das bieten auch nicht alle Versanddienstleister an. Deshalb achte auch hier drauf. Des Weiteren die Warenwerte der Sendungen. Wenn dein Produkt, was du verschickst, mehr als 500 Euro wert ist, würde ich auf jeden Fall zusatzversichern lassen, weil ich habe da schon Sachen gehört, wo es zum Beispiel so war, dass ein Paket nicht zusatzversichert wurde und der Warenwert 600, 700 Euro war und dementsprechend hat man überhaupt keine Haftung mehr in dem Fall. Sehr wichtig. Dann, welche Serviceleistungen? Serviceleistungen sind super wichtig, nicht immer der Preis, aber die Serviceleistungen, denn vielleicht sind dir die Versandzeiten sehr wichtig. Vielleicht möchtest du Expressversand anbieten. Das macht auch nicht jeder Versanddienstleister. Des Weiteren aber auch solche Sachen wie Packstationen, wie das DHL macht. Möchtest du deinen Kunden eine Paketstation anbieten, dass die da ihre Pakete abholen? Oder du als Versender vielleicht selbst auch die Pakete flexibel, wann du möchtest, in die Paketstation einliefern möchtest. Das sind alles Punkte, die man beachten sollte, bevor man sich für einen Versanddienstleister festlegt. Und am Ende sind natürlich auch die Kosten sehr entscheidend für ein Paket, denn wenn man viel verschickt, dann achtet man da wirklich schon auf jeden Cent. Lasst uns einfach mal anschauen, wie sich das Ganze hier verhält bei dem Privatkundenversand von DHL. Wir haben hier die Preise. Zu den Preisen, ganz wichtig, das sind alles netto gleich Bruttopreise, das heißt hier, diese Preise sind umsatzsteuerfrei, ihr könnt da keine Vorsteuer ziehen. Und das sind natürlich die Preise, die gängigen Preise. Das hier würde ich überhaupt nicht beachten. Das sind Päckchen, die man unversichert verschickt. Da gibt es keine Sendungsnummer und dementsprechend ist das Ganze auch nicht versichert. Es sei denn, du hast Produkte, die unter 10 Euro Warenwert haben, dann kannst du diese natürlich auch mit Päckchen verschicken oder noch besser als Brief, falls sie nicht so groß sind. Das Ganze kostet ab 1,55 Euro als Großbrief bzw. Maxibrief 2,70 Euro. Da sparst du auf jeden Fall schon sehr viel Geld. Was die meisten nicht sehen, ist zum Beispiel diese Sparsets. Denn wenn du hier mehrere Labels auf einmal kaufst, zum Beispiel diese hier mit 2 Kilo Pakete, die auch versichert sind mit Sendungsverfolgung, ab 10 Stück sparst du hier schon 3 Euro.
Die nächste Staffelung sind ab 50 Stück. Da sparst du dann schon 35 € und wir können das Ganze einmal ausrechnen. Wenn wir das durch 50 teilen, kostet uns pro Paket 4,29 € das Ganze. Und das sind schon sehr, sehr gute Preise. Wenn man das Ganze hier mal verhältnismäßig sieht, spart man 70 Cent pro Paket. So, schauen wir uns das Ganze mal im Geschäftskundenmodus an. Und zwar geht das Ganze hier ab 200 Paketen pro Jahr los. Und meiner Meinung nach ist es so, 200 Pakete im Jahr lohnt sich einfach nicht. Ab 1000 Pakete im Jahr, da wird das Ganze interessant. Da wird der Preis auch irgendwo interessant. Und zwar ab 3,91 € kostet ihr das Ganze exklusive der Mehrwertsteuer. Das heißt, die kommt noch drauf. Wenn man das Ganze einmal durchkalkuliert, sind wir bei 4,65 €. Dementsprechend auch hier könnte es sich ja für den einen oder anderen nicht lohnen. Zum Beispiel als Kleinunternehmer würde ich hier immer noch den Privatlieferservice nehmen, denn 4,65 € zahlst du immer noch mehr, wenn du hier 50 Labels im Spar-Set kaufst. Definitiv darauf achten, wenn du Kleinunternehmerregelung anwendest. Ansonsten haben wir hier auch nebenbei den internationalen Versand angegeben, falls du mal das Ganze auch für dich mal durchkalkulieren möchtest. So, kommen wir mal zu Hermes. Hermes haben ähnliche Preise. Wir haben hier tatsächlich Päckchen mit einem Gurtmaß von 37 cm, maximal 25 Kilo sogar. Und das Ganze ist sogar mit einer Sendungsverfolgung und einer Haftung bis 50 € versehen. 4,30 € zahlt man dafür, ein recht guter Preis, wenn man solche Pakete natürlich hat. Hat man aber größere Pakete, muss man auch hier ein bisschen weiter in die Tasche greifen und ab 4,95 € geht das Ganze los. 5,95 € für ein M-Paket, das wäre beispielsweise ungefähr das hier. Ansonsten zahlt man auch hier dementsprechend für größere Pakete auch mehr. Jetzt hat aber Hermes auch Geschäftskundentarife und hier geht das Ganze tatsächlich erst ab 300 Paketen pro Jahr los. Also im Vergleich zu DHL haben wir 200 und hier haben wir 300. Jedoch haben wir hier Preise von ab 2,79 €, was echt sehr, sehr gut ist. Jedoch sind das Mengen, die eigentlich für den normalen Versender und Händler fast unerreichbar sind. Ich glaube, das sind 30.000 Pakete pro Jahr. Ja, dann ist man bei 2,79 €. Wenn man jetzt 20.000 Pakete pro Jahr hat, dann ist man immer noch gut bedient tatsächlich. Wenn man 15.000 Pakete hat, ist man bei 3,24 €. Aber gehen wir mal von 300 Paketen aus. Dann zahlen wir 3,78 € rechnen wir das Ganze mal hoch mit der Mehrwertsteuer, denn auch die hier ist exklusive, sind wir bei 4,49 €. Also falls du nur Hermes machen möchtest, dann lohnt sich das definitiv direkt ab dem du diese 300 Pakete pro Jahr erfüllst, kannst du das Ganze auch hier in Anspruch nehmen. Da würde ich hier gar nicht den Privatlieferservice nehmen. So, und das Ganze ist recht lukrativ. Wir gucken mal verhältnismäßig 1000 Stück zu DHL. Hier haben wir ja auch 1000 angegeben, sind wir bei 3,91 € bei DHL und 3,59 € bei Hermes. Also dementsprechend wirklich lukrativer ist hier Hermes. Jetzt ist Hermes aber nicht für jeden was, weil Hermes ist vielleicht ja nicht so gut angesehen bei den Kunden oder es passt nicht mit der Abholung für dich oder wie auch immer. Wenn du Geschäftskunde wirst bei dem jeweiligen Versanddienstleister, ist ein großer Tipp von mir, die Pakete nicht in die Filiale oder Packstation einzuliefern, sondern lass diese Pakete abholen. Besprich mit dem Vertriebsmenschen, der für dich dann zuständig ist, dass du deine Pakete gerne abholen willst. Dann wird es für dich dementsprechend noch günstiger. Denn in meinem Fall war das zum Beispiel so, dass ich Pakete normal immer zu der Filiale gebracht habe und ich noch einen besseren Preis aushandeln konnte, sobald meine Pakete abgeholt worden sind. Ja, das ist für mich angenehmer, ich muss nicht mehr in die Filiale laufen und meine Pakete werden vor Ort immer direkt abgeholt von dem jeweiligen Fahrer.
Das Ganze soweit zu den Versanddienstleistern. Ich hoffe, ich konnte dir hier helfen bei der Entscheidungsfindung. Das Video war für dich hilfreich. Dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele weitere Videos für dich zu machen und lässt uns als Community auch wachsen. Falls noch nicht geschehen, abonniere diesen Kanal, drücke auf die Glocke. So verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir viel Erfolg beim Handel und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute, ciao.